So, erstmal wieder Schweigen aus dem Walde. Die 61. Aufnahme ist für uns einfach sich ein schönes Gefühl, auch wenn jetzt erstmal Funkstille war. Wir hatten Schulanfang und Vorbereitungsdifferenzen. Ralf nickt, aber kann sich ja mal dazu äußern. Na ja, kann ich machen. Also, das ist mir jetzt so bewusst geworden. Wir wollten also Gulaschsuppe kochen und ich hatte mir auch ein schönes Rezept rausgesucht mit Kürbis und Backpflaumen und auch Wein. Und da hatte ich Barbara, machen wir das jetzt so. Und dann sagte aber Barbara, nein, sie möchte es ohne Wein. Und dann habe ich gesagt, ja, du willst es allen recht machen, auch den Nicht-Weintrinkern. Vor allem den Kindern. Ja, das hätte man sich ja noch machen können. Aber wie das dann wieder so ist, also das ist so meine, oder ich denke, ja, was soll ich da sagen? Also ich denke, dass die Barbara immer in Fahrt gerät, das ist wie Weihnachten. Wenn ich sage, wir machen Weihnachten ganz, dann sagt Barbara, nein, wir machen nächsten Tag Buffet. Sag ich, Gänsekeulen, das wäre mein Kompromiss. Ja, genau. Das, Bio-Gänsekeulen. Lass mich da einfach mal machen. Aber die Barbara ist einfach so ein Mensch, denke ich. Ja, sie möchte irgendwie das Zepter in der Hand haben. Oder geh mal jetzt, gestern war ja dann Schulanfang, geh mal da im Trott oder lang. Wer nimmt einen anderen Weg? Ihr wisst es wahrscheinlich, natürlich die Barbara. Und ich geh natürlich mit, weil ich sie jetzt auch nicht allein lassen wollte. Da hätte sie sich doch verirrt im dunklen Wald. Ja. Jetzt habe ich einen treuen Begleiter. Da war man doch, also ich war verstimmt, du ja nicht. Ich war da doch recht verstimmt. Aber wie so oft schon, ja, da ist ja doch auch sehr, sehr viel Liebe. Und ich sag immer, weil wir immer so viel auf unser Pluskonto einzahlen, kann man auch so eine Verstimmung. Ich komme dann irgendwie dann doch wieder raus. Ja. Denn ich bin so eigentlich der eher Verstimmte. Also ich verstimme dann auch mit der Stimme. Also du verstummst. Ich verstumme. Mit der Stimmung, mit allem. Genau. Ja. Ja, das zu den Verstimmungen. Ja, das hat mich so an den Rand der Schmerzgrenze gebracht. Ich bin froh, dass ich da für mich habe so weit sorgen können, dass alles noch im grünen Bereich geblieben ist. Vielleicht im Gelb-Grün, aber ja, eben noch ohne, ja, ohne Fremdhilfe haben wir das soweit geschafft. Wie bei der Corona-Ampel, die ja in Graz ja auch immer auf Gelb steht. Schon fast ja, so orange rotiert. Ne? Naja, ob immer, weiß ich nicht. Jedenfalls, die Erleuchtung kam uns bei uns einem unserer des heutigen Morgengespräches, wenn wir so überlegen, jetzt hat man den einen Schulanfang, in 4 Jahren haben wir den nächsten und der wird sich dann in demselben Jahr dann mit dem Matura-Ball von dem Ältesten, wo sagt man, die Klinke in die Hand geben. Und Ralfs Bedenken war dann, wie wird dann der Wiener Walzer getanzt? Und meine Antwort, wenn ich führen darf, geht das. Ja, das finde ich doch irgendwie, obwohl es ja eigentlich gar nicht so witzig ist, wenn sie führen darf, aber das ist so typisch. Eine klare Aussage. Also wir können improvisierend, gut und auch tanzend unsere Gemeinsamkeit genießen. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt nochmal eine Tanzschule was bringen würde, vielleicht für die Etikette. Naja. Denn hier in Österreich haben sie es doch sehr mit den Bällen. Und wenn man da nicht Wiener Walzer richtig tanzen kann, dann steht man dann schon ein bisschen da. 1, 2, 3. Auf dem Schlauch. Na, aber wir können ja dann die Bälle dann weiter mit dem Golfen schwingen. Das muss ja dann, können ja dann andere Bälle sein. Also da, da gibt es wahrscheinlich noch Möglichkeiten. Hm. Ja, also gestern war dann ein großes Familientreffen. Wir waren 15 Leute und die Gulaschsuppe hat die war so lecker, dass sie kaum gereicht hat, obwohl sie jetzt... Es war nicht genug. Von mir die Kredenz, es war aber auch anders geplant gewesen. Es war ja so als
Start, wie sagt man? Also die, als Start, Überbrückungsstart gedacht, dass wir dann in das Schokoladenmuseum dann, wie heißt das, Schokoladenmanufaktur? Ja, Zotter. Zu Zotter gefahren wären und hätten uns dann dort die Bäuche vollgeschlagen mit Schokolade und dann. Aber man, ich muss es jetzt dann doch mal sagen, die Suppe, es war zu wenig. Und das fand ich persönlich, fand das ärgerlich, wenn man ein guter Gastgeber ist. Wir haben ja den ganzen Kühlschrank leer räumen müssen, noch mit Käse nachschieben und Würstel waren noch im Kühlschrank. Ja, siehe da, die wundersame Sättigung. Und die sollten, haben wir auch Wasser getrunken, ganz brav. Es haben nur wenige einen Nachschlag bekommen, aber immerhin haben wir noch so viel Rest jetzt gehabt. Das wir davon aufgrund der Rücksichtnahme, dass Ralf uns daraus heute eine verlängerte Suppe mit Nudeln gezaubert hat. Nee, also für 16 Personen eine komplette Mahlzeit, das war jetzt gar nicht angedacht. Nee. Das wäre jetzt auch selbst mit deinem Rezept auch zu wenig gewesen. Ich hätte noch Canapés vielleicht erreicht. Oder hättest du dann? Ich weiß es nicht. Wir sind ja im Konjunktiv, wollen wir ja nicht. Das war Schnee von gestern. Aber positiv fand ich sehr, dass die Leute, wir haben ja nur so eine kleine Wohnung, aber eine riesen Terrasse dafür, 50, 60 Quadratmeter, stimmt das so, ja, oder ist das übertrieben? Ja. Dass sie sich diese 16 Leute tatsächlich wunderbar auf der Terrasse, waren wir jetzt zum ersten Mal so viele gehabt, gut auf der Terrasse verteilen konnten. So wie ich mir das so vorstelle, dass da so verschiedene Krüppchen sich bildeten. Der eine saß in der Pergola, die nächsten saßen auf dem Sofa und hier wieder in der Ecklounge. Nee, das war schon wirklich... Das hat mich erfreut. Das hat mich sehr, erfreut, dass das so ging. Genau. Ja, und die Rückmeldungen waren auch gut. Also mal von der unzureichenden leckeren Gulaschsuppe abgesehen. Was den Schulanfang betrifft, ja, da schaue ich, ich will das nicht bewerten. Ich schaue schon ein bisschen bedenklich drauf. Da waren ja bestimmt, unsere Freier hat ja dann nur, dass ich wollte schon sagen 10, das ist natürlich übertrieben. Aber 3 Schultüten oder 4 hat sie mindestens gekriegt, ne? Oder? Ja, ja, also von der ganzen Verwandtschaft, jeder eine Schultüte. Von uns hat sie dann noch ein Köfferchen, so, was sie dann für den Kunstunterricht. Aber es war jedenfalls keine Schultüte. War keine Schultüte. Das war in Maßen. Und dann auch besonders berührend, dann in der Wartezeit von der Einschulung bis wir die Kinder dann wieder abgeholt haben. Da saßen wir in einem Café, haben Eis gegessen und unser Kleinster, der Torin, der wurde natürlich ein bisschen quengelig. Und dann bin ich mit ihm nach neben angegangen. Da ist direkt so eine Gärtnerei, so ein Gartencenter. Und da saßen eben ganz viele Buddhas. Und der fängt jetzt immer mehr an zu sprechen und das zeigte ich ihm, dass er, das ist Buddha. Sag mal, Buddha. Ja, und Buddha sagt er dann immer wieder, Buddha ei, dann hat er auch den auch gestreichelt, den Buddha oder Buddha tschüss, haben wir dann gesagt zum Schluss. Das war dann so während des Tages sein neues Lieblingswort, Buddha, dass wir jetzt sogar überlege das, dass wir wenigstens vielleicht auch noch einen kleinen Buddha hinstellen, wenn er das so gerne mag, die erkennt. Gibt es ja so in allen Ausführungen, auch nicht jetzt gerade so größenwahnsinnig und... Ja, das war wirklich sehr erstaunlich, ne? dass er das dann auch so schnell aufgreift. Und mein Lieblingswort benutzt er dann auch immer, Oma Geduld. Ach, Geduld hat er jetzt auch, das ist ja sehr ein abstraktes Wort. Ne? Ja, ja, das heißt versteht, einfach sich warten. Ne? In seinem Sinn, ne? Geduld, ja. Genau. Und für die ältere Enkelin, die hat jetzt den Schulwechsel von der Grundschule aufs Gymnasium gehabt, alles am selben Tag, also vier verschiedene Schulanfänge und Schultagesenden hatten wir da zu meistern. Ja, jedenfalls hat man für die Enkelin, die jetzt auf das Gymnasium gegangen ist, für die Solveig, hat Ralf einen Film herausgefunden, den haben wir auf DVD schenken können, Alles steht Kopf.
da hat sie sich schon sehr drauf gefreut, hat es vorzeitig schon erkannt, dass da was rumliegt und gefragt, ob sie das schon mal lesen kann. Naja, anschauen also, können. Ja. Ja, so war es eben halt nur eine halbe Überraschung, aber die Freude war dennoch ungetrübt und von daher, wenn bei euch mal alles Kopf steht, freut euch trotzdem. Genau. In dem Sinne, Baba. Baba, tschüss.